Sash. Fearless of the light, Rick Moranis, blew up the kid, now he doing damage. You ought to know, like my name's Atlanta, say don't meet to see. Yo, was geht ab? It's your Alexis back am Mikrofon und heute darf ich euch das erste Mal von meiner Seite aus auf den Anonymous Clan Kanal begrüßen. Ja, heute darf ich das erste Mal hier kommentieren, da der liebe Drop mir angeboten hat, auch mal ein Commentary für den Clan Channel zu machen. Da ich schon etwas länger im Clan bin, eigentlich als Gameplayer-Spieler und meine Stimme früher noch schlimmer war als jetzt schon. Ich hoffe, ihr könnt sie jetzt wenigstens ertragen und ja. Was ihr heute im Hintergrund sehen werdet, ist eine Solo-Quad-Cam-Strike von dem lieben Morla. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei für dieses krasse, krasse Gameplay, weil ich schaffen würde das sicher nicht schaffen in Ghost, da ich ziemlich kacke bin in Ghost, aber er hat's gerissen und schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei für dieses richtig krasse Gameplay. Und ja, was es zu mir noch zu sagen gibt, ich hatte mal einen Kanal mit 1,2k, eventuell kennen mich davon noch einige von euch und wenn nicht, dann ist das auch nicht so schlimm, denn ich habe jetzt einen neuen Kanal erstellt, der hat jetzt auch schon die 100 Abonnenten geknackt und das würde mich freuen, wenn ich eventuell noch ein paar Abonnenten dazu bekommen würde. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr mal gerne bei mir vorbeischauen, wenn nicht, dann lasst es sein. Und jetzt habe ich nur noch eine kleine Real-Life-Story eingepackt für heute, da es sonst etwas kurz wäre, das Commentary. Und ja, die Real-Life-Story war circa vor, lass mich nicht lügen, 3-4 Monaten, das war so Sommerbeginn ungefähr und wir hatten uns so bei jemandem verabredet, so als Gruppe, weil wir oft mal so in einer etwas, in Anführungszeichen, größeren Gruppe gemacht haben, so zu 7 oder 8 und haben uns da halt verabredet, um halt den Abend was zusammen zu essen und halt einfach den Abend zu genießen und einfach ein bisschen chillen und was weiß ich machen, oder? Und dann haben wir uns halt so getroffen, weil ziemlich viele wohnen bei mir halt in der Nähe und dann haben wir uns halt getroffen, um dort hinzugehen zu 5. Und da war es halt noch etwas heller, ich würde mal sagen so, es hat angefangen zu dämmern, also es war noch nicht so hell und wir mussten halt durch so einen Wald gehen, der war circa so, ich schätze mal ungefähr so 150 Meter lang war, wenn nicht ein bisschen weniger oder mehr, ich weiß es nicht genau. Und als wir hingegangen sind, hat uns das eigentlich gar nicht interessiert, das ist uns gar nicht wirklich aufgefallen, oder? Und dann waren wir halt dann bei dem, wo wir uns getroffen haben, haben halt da den Abend genossen, ja, ich glaube, das sagt man so, genossen, wenn nicht, dann hatet mich nicht dafür. Und dann wurde es halt immer ein bisschen später und es hat sich halt in Länge gezogen und irgendwann sind wir dann halt wieder nach Hause gegangen und weil wir halt alle in der Nähe gewohnt haben, sind wir halt wieder alle zusammen zurückgegangen und da war es halt schon dunkel. Und dann war halt, es schien halt Vollmond und der Wald war übel beleuchtet und es war schon so schattig in dem Wald, das, also wegen dem Mond halt. Und es hat halt so übel gruselig, wie man das aus so Horrorfilmen kennt eigentlich. Und wir haben uns halt nicht gedacht, fangen so an, ganz normal so da durchzulaufen. Und auf einmal raschelt sowas hinter uns im Wald, also irgendwo an der Seite, oder? Und ihr wisst gar nicht, wie wir erschrocken sind. Jeder von uns hat einfach den Usain Bolt gemacht. Wir sind gesprintet wie die letzten Wichser, Alter. Das war ja nicht nur normal, Alter. Danach war ich erstmal voll tot, ey. Aber was erwartet man, wenn da so in einem verdammten Wald, der verdammt gruselig ist, wo da noch so tausende Seitengassen sind, die noch dunkler sind, Alter. Ich schwöre euch, ich hatte noch nie so einen Schock, aber das noch nicht alles. Und zwar, wer hat natürlich den längsten Hahn? Heimweg, das bin natürlich ich, ist ja logisch, wieso nicht, oder? Zuerst mal alle, also auf meinem Weg, da wohnen halt alle anderen ungefähr und ich muss dann natürlich noch alleine weitergehen, oder? Und bei mir zu Hause, ich muss halt so eine Treppe hochgehen, dass ich bei mir zu Hause bin. Und diese Treppe hat halt so eine einzige Lampe, die auch so richtig scheiße ist. Und es ist immer so verdammt dunkel. Und ich gehe dann halt so diese Treppe hoch, oder? Und da ist dann halt so ein Baum, also so eine Art Buschbaum, keine Ahnung. Das klingt jetzt ziemlich blöd, aber ist halt so. Und dann sehe ich da so zwei Augen, die auf einmal so aufgehen. Ey, Jungs, ich bin so erschrocken. Mach den Usain Bolt wieder runter. Renn erstmal so den ganzen Weg außen rum, den ich eigentlich immer zu faul bin zu gehen. Der ist halt eigentlich auch voll der Umweg sozusagen. Und deswegen mache ich den ja auch nie. Aber ich habe den Usain Bolt gemacht. Bin diese 200 extra Meter gerannt, weil ich so Angst hatte. Und irgendwie, als ich dann nach Hause kam, habe ich dann nochmal überlegt. Und ich glaube, es war eine Katze, die da im Busch war, weil im Busch, Alter, die Katze im Busch, wie das klingt. Auf jeden Fall war es wahrscheinlich eine Katze und ich bin einfach todeserschrocken und habe zweimal den übelsten Usain Bolt gemacht. War auf jeden Fall genug Sport für den Tag und ja, das wäre es auch schon von dieser Real-Life-Story gewesen. Story, Alter.
Tut mir leid für meine Deutschkenntnisse, ich weiß, scheiß Ausländer und so, nein, Spaß. Auf jeden Fall, was laber ich schon wieder für eine Scheiße? Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Like da. Wenn ihr Bock habt, schaut bei mir vorbei, aber schaut auf jeden Fall bei dem krassen Gameplay-Spieler vorbei. Und dann würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal und Peace.